Hallo und herzlich willkommen. Nachdem ich dir im vergangenen Video bereits erzählt habe, wieso ich gerne geraucht habe und weshalb so viele Menschen da draußen immer noch gerne rauchen, soll es heute um das Thema gehen: Helfen E-Zigaretten wirklich mit dem Rauchen aufzuhören? Dabei möchte ich dir zuallererst einmal meine persönliche Sicht zu diesem Thema erzählen, beziehungsweise meine Erfahrungen, die ich mit diesem Thema gemacht habe. Darauf folgend werde ich dir eine Studie zeigen, die ich genau passend zu diesem Thema gefunden habe, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und im Anschluss werden wir nochmal schauen, was sagt denn überhaupt das Deutsche Krebsforschungszentrum zu genau dieser Thematik. Bevor wir aber zu meiner persönlichen Ansicht zu diesem Thema kommen, erstmal die Frage an dich da draußen. Du, der es schon vielleicht geschafft hat, mit der E-Zigarette vom Rauchen wegzukommen. Was denkst du? Ist das die beste Alternative? Ist das der beste Weg, um vom Rauchen wegzukommen? Ist das der einfachste Weg, um vom Rauchen wegzukommen? Schreib doch mal deine Meinung in die Kommentare rein. Und auch wenn du noch nicht geschafft hast, mit der E-Zigarette, von der Zigarette wegzukommen. Auch dann kannst du natürlich deine Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich denke, das interessiert viele Menschen und es ist immer wichtig, nicht nur eine Meinung zu hören, sondern viele Meinungen. Mir persönlich, das hatte ich ja bereits im allerersten Video, mein Umstieg zur E-Zigarette berichtet, ist es relativ leicht gefallen. War relativ einfach für mich, mit der E-Zigarette von der Zigarette wegzukommen. Aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen und ich weiß auch, dass es komplett unterschiedlich ist. Manche Menschen haben mehr Probleme und die Sucht ist bei manchen Menschen auch noch stärker, es zu schaffen, selbst mit der E-Zigarette vom Rauchen wegzukommen. Aber fast alle, ich würde sagen wirklich fast alle, mit denen ich über das Thema gesprochen habe und die E-Zigarette inzwischen nutzen, haben mir auch berichtet, dass es für sie deutlich einfacher gewesen ist als mit Vergleichsprodukten. Und da werden wir nachher zur Studie kommen. Ich möchte mal ganz kurz noch eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Dampfer, der hat mich vor 2, 2,5 Jahren angesprochen und mir seine persönliche Geschichte erzählt. Er hat über Jahre wirklich alles versucht, über Therapien, über jegliche Möglichkeit an Ersatzprodukten, Nikotinpflaster und was man sich alles nicht so vorstellen kann, zu Wunderheilern gegangen und nichts hat geholfen. Er hat 30 Jahre lang geraucht und er kam einfach nicht von der Zigarette weg. Und dann hat er von der E-Zigarette gehört und das ist tatsächlich so passiert. Er hat von der E-Zigarette gehört und hat sie ausprobiert und er hat es nicht direkt geschafft. Er hat es tatsächlich direkt geschafft. Er hat noch circa 3 Monate nebenbei noch geraucht, deutlich weniger geraucht, aber er hat noch nebenbei geraucht und ist nun seit 2 Jahren circa komplett rauchfrei und dampft nur noch und fühlt sich körperlich viel, viel, viel besser als vorher. Das ist, glaube ich, die beste Geschichte, um zu zeigen, es muss nicht direkt klappen und es ist auch kein Allheilmittel. Die E-Zigarette ist nicht kein Wundermittel, um mit dem Rauchen aufzuhören. Man braucht schon einen gewissen Willen und es braucht Zeit. Aber es ist auf jeden Fall die beste Alternative zu allen anderen Produkten, die aktuell auf dem Markt sind. Um aber nicht nur mit leeren Worten zu arbeiten, sondern das Ganze auch mit einer Studie zu belegen, dazu passt sehr gut die Studie von der New England Journal of Medicine aus dem Jahre 2019. Und die haben an der Queen Mary University of London eine komplett gemischte Testgruppe genommen von Rauchern, knapp 1000, also 900 irgendwas an der Zahl, und haben denen verschiedene Mittel gegeben, um mit dem Rauchen aufzuhören. Nikotinpflaster, Nikotinkaugummis, Nikotinsprays und auch E-Zigaretten. Und nach einem Jahr haben sie geschaut, wie viel von den Teilnehmern am Ende wirklich noch nicht geraucht haben mehr. Wer hat es wirklich geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören? Tatsächlich haben doppelt so viele Menschen mit der E-Zigarette es geschafft im Vergleich zu allen anderen Mitteln, die dort getestet worden sind. Das heißt, es waren ungefähr 20%, die weiterhin nicht geraucht haben nach einem Jahr, im Vergleich zu knapp 9,9%, die dann mit Nikotinpflastern, Nikotinkaugummis oder Nikotinsprays gearbeitet haben. Daran sieht man, dass die E-Zigarette ein höheres Erfolgserlebnis hat, aber wie ich bereits gesagt habe, kein Wundermittel ist. Also bedeutet nicht, okay, ich möchte aufhören zu rauchen, nehme jetzt eine E-Zigarette in die Hand und werde zu 100% damit schaffen. Das bedeutet es nicht. Natürlich ist am Ende des Tages immer noch der Wille, den man braucht, da und auch vielleicht die Gewohnheit zu überwinden. Aber da ist die E-Zigarette tatsächlich das beste Mittel. Im Anschluss möchte ich dir jetzt noch die Meinung des Deutschen Krebsforschungszentrums mitteilen und die schreiben zum Thema: Helfen E-Zigaretten beim Aufhören? Vier folgende Punkte. Punkt 1, sie sagen, Studien legen einen Nutzen beim Rauchstopp nahe. Punkt 2, wahrscheinlich, schreiben sie, helfen E-Zigaretten mit Nikotin eher beim Rauchstopp
als solche ohne Nikotin. Gerade am Anfang, wenn man umsteigt, ist Nikotin das, was man meiner Meinung nach am Anfang gerade noch braucht, um dieses gleiche Gefühl auch zu haben, wie bei der Zigarette. Das kann man aber auf Dauer immer weiter reduzieren. Das ist der große Vorteil. Punkt 3. Wahrscheinlich fördert häufiger E-Zigarettenkonsum eher den Rauchstopp als gelegentlicher Konsum. Auch das ist natürlich klar. Wenn ich nur zwischendurch mal dampfe und weiterhin nebenbei rauche, ist es umso schwieriger, komplett aufzuhören. Meiner Meinung nach der einfachste bzw. der effektivste Weg, auch für die Gesundheit, direkt auf 0 Zigaretten, direkt auf die E-Zigarette. Ich weiß, viele da draußen, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, es ist nicht so einfach. So einfach geht das nicht. Und auch meine Mutter zum Beispiel, auch die versucht gerade mit der E-Zigarette im Rauchen wegzukommen. Sie dampft jetzt, aber raucht nebenbei immer noch ein bisschen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn sie es so schafft, das weiter, immer weiter zu reduzieren auf Dauer, ist das super. Der vierte Punkt, Rückgang akuter rauchbedingter Gesundheitsbeeinträchtigungen bei vollständigem Wechsel von Tabak auf E-Zigaretten. Das empfehlen sie. Das gleiche empfehle ich auch, wie bereits gesagt. Natürlich ist es so, wenn man komplett umsteigt, hat man natürlich einen größeren Nutzen, was die Gesundheit angeht, als wenn man weiterhin noch 1, 2 oder auch 3 Zigaretten raucht. Zusammengefasst nochmal aus meiner persönlichen Sicht, die E-Zigarette hilft auf jeden Fall, um mit dem Rauchen aufzuhören und ist deutlich wirksamer, und das zeigt die Studie auch, als alle anderen Nikotinersatzprodukte, die sich auf dem Markt befinden. Im nächsten Video soll es darum gehen, Symptome beim Umstieg auf die E-Zigarette. Was verändert sich? Wie verändert sich mein Körper, meine Wahrnehmung etc. pp. Bis dahin, mach's gut, ciao.